Matheunterricht am heimischen Esstisch. Emily Bradley hat ihren Job aufgegeben, um ihre Tochter zu Hause zu unterrichten. Sie verzichtet lieber auf das zweite Gehalt der Familie, als die Sechsjährige auf eine staatliche Schule zu schicken. Unser Schulsystem ist nicht so gut wie in anderen Industriestaaten. Es schneidet in Rankings ziemlich schlecht ab. Rund 1,8 Millionen Schüler in den USA werden bereits zu Hause unterrichtet. Doppelt so viele wie noch vor 15 Jahren. Die rechtlichen Hürden für das Homeschooling sind, anders als in Deutschland, meist niedrig. Kritiker bemängeln unzureichende Kontrollen des Lehrstoffs. Befürworter schwärmen von der Fülle der Möglichkeiten der alternativen Schulformen. Hier in Virginia etwa werden Heimschüler privat in Gruppen unterrichtet. Ich liebe es. Ich wünsche mir, dass ich jeden Tag Schach habe. Früher waren es vor allem christliche Fundamentalisten, die ihre Kinder vor Evolutionstheorie oder Empfängnisverhütung bewahren wollten. Heute wird viel öfter der Frust über volle Klassen oder Gewalt an staatlichen Schulen als Grund genannt. Mit Betsy DeVos ist unter Präsident Donald Trump nun eine Fürsprecherin der Homeschooling-Bewegung als Bildungsministerin im Amt. Mit dem Effekt, dass der öffentliche Geldhahn künftig wohl stärker für alternative Schulformen geöffnet wird, zulasten der vielerorts ohnehin schon gebeutelten staatlichen Schulen.